Moin meine Leute, ich bin Lennikopf Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem weihnachtlichen, wunderschönen kleinen Spielchen, um bei euch allen da draußen und auch bei mir irgendwo ein bisschen die Weihnachtsstimmung ein wenig aufleben zu lassen. Ihr seht, wir haben ja einen wunderschönen kleinen Tannenbaum, wir haben kleine Geschenke, wir haben The Cabin. This is the Cabinet. Wir spielen jetzt einfach. Freunde, wir sind quasi jetzt gerade im kleinen Winterhäuschen angekommen von unseren Eltern. Das ist einfach jetzt so die Story für heute. Mehr müsst ihr nicht wissen. Wir sind genau 8 Personen, ist momentan laut Regelung in Ordnung. Achtet bitte auf Abstand und Maskenpflicht, Freunde, bitte, das ist wichtig. Fehlt hier irgendwie der zweite Tannenbaum, oder? Was? Nein! War das mal ein Schneemann? Oh no. I hope I don't fall. No. Ich glaube, das war mal ein Schneemann. Ich will keine Musik mehr. Aber wie kann man auch, tut mir leid, aber wie kann man auch so doof sein und einen Schneemann in eine Butze stellen? Und wie flach ist das Geschirr? Also ich verstehe mittlerweile ja den Trend zum Minimalismus und dass alles möglichst clean sein soll. Aber Besteck mittlerweile nur noch aufzudrucken auf den Tisch. Das ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Okay, da kann ich nicht rein. Gibt's irgendwo ein Schlüssel? I need a Schlüssel. Da war der Schlüssel drin. Das wusste ich, natürlich. Ich kann den Sommer gar nicht erwarten. Das ist Ketchup. Alle dachten, hier wäre Blut. Das ist Ich hoffe, das ist auch Ketchup. Rotwein. Rotwein. Mein Onkel trinkt sehr gerne Rotwein. Er hat roten Ausfluss? Ich weiß es doch auch nicht. Hier taucht doch... Ach du Scheiße! Ich habe alle Schlüssel. Ne Händchenkeule. Danke. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Nur Hähnchenkeulen. Da fehlt eine Hähnchenkeule. Tante Elfriede. Hast du meine Händchenkeule schon wieder gegessen? Warum kann ich mit dem Messer interagieren? You suffered the same fate as the rest. The box awaits you. Und die Moral von der Geschichte: Traue einem Schneemann nicht. Denn er wird dich umbringen, wenn du nicht hinguckst. Schneemänner sind so gruselig, Mann.